das Achental. Wunderschön, in einer der beliebtesten Ferienlandschaften gelegen und eingebettet zwischen dem Chiemsee und den Chiemgauer Alpen, liegen die Ortschaften Grassau, Staudach-Egerndach, Marquardtstein, Schleching, Ober- und Unterbössen. Aus den Kitzbüheler Alpen kommend schlängelt sich die Tiroler Ache durch das malerische Tal, in dem sich auf ganz besondere Weise Natur- und Kulturlandschaften vereinen. Über 300 Almen kann man in den umliegenden Bergen erwandern. Und im alten Bad in Unterwössen gibt das Team vom Achentaltourismus kompetent und freundlich alle wichtigen Informationen dazu. Das ehemalige Hallenbad wurde aufwendig umgestaltet und neben dem Tourismusteam und der Achentalhalle findet man hier die Ausstellung Alles Alm. Und wie der Name schon sagt, erfährt man hier alles Wissenswerte rund um das Almleben. Servus, ich bin die Claudia Ries. Und ich bin der Hans Münch, grüß Gott. Wir sind beide Mitglieder im Heimat- und Geschichtsverein Achental. Und unser Verein hat diese Ausstellung maßgeblich mitgestaltet. Und ihr seid ja zu uns gekommen ins alte Bad, um die Ausstellung zu besuchen. Der kurze Film soll eine Einführung in das geben, was euch hier erwartet und was wir damit vermitteln wollen. Genau, also gehen wir rein, schauen wir es uns an. Wenn ihr in unsere Almausstellung geht, dann seht ihr über dem Eingang rechts oben 5 Uhren angeordnet. Die ersten 4, die gehen ganz chronologisch. Die 5. Uhr aber, die ist Vogelwild. Die ist ganz chaotisch angeordnet. Sie zeigt die Zeit auf der Alm. Und die Zeit auf der Alm geht im Takt der Natur. Das Gesicht dieser Sennerin ist gezeichnet von der anstrengenden Arbeit auf der Alm, die ja schon früh morgens, teilweise vor Sonnenaufgang anfängt und bis auf Nacht geht. Und doch liest man in ihrem Blick eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit. Der Ausdruck Sisyphus-Arbeit ist doch allen bekannt, oder? Die Geschichte dahinter besagt, dass der Sisyphus einen riesigen Felsbrocken den Berg hinaufschieben musste und dieser ist dann sofort wieder ins Tal zurückgerollt, sobald er oben war. Auf der Alm gibt es jetzt eigentlich nur solche immer wiederkehrenden Arbeiten, wie zum Beispiel die Arbeit an Zäunen, an Wegen, an Wasserleitungen oder auch das Schwenden. Dabei werden jeden Almsommer Sträucher, Büsche, das ganze Gestrüpp zurückgeschnitten. Und weil die Almfläche teilweise riesig ist, kann man dann, wenn man meint, man ist oben fertig und gleich wieder anfangen. Natürlich betrifft das Almleben in erster Linie die Almbauern selbst. Aber es gibt auch andere Interessensgruppen, die sich mit dem Leben oben auf der Alm beschäftigen. Und diese Gruppen haben wir hier in diesen Schubläden zusammengetragen. Hier zum Beispiel die Historiker. Die Historiker gehen in die Archive und durchforsten alte Dokumente und Urkunden. Schauen wir halt einfach mal rein, denn hier seht ihr so ein altes Dokument. Diese Dokumente sind dann die Grundlage für Bücher wie das Wössner Almenbuch. Und diese Schubladen hier steht für die Wissenschaftler, die immer wieder über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt neue Erkenntnisse gewinnen. Schön auch, wie die Künstler die Almenwelt sehen. Auch interessant ist, was die Touristen über die Almen erzählen können. Schaut's einmal. Kühe,
schönen Aussicht. Auf der Alm, da gibt es Kasyn. Ruhe. Jodeln, ja. Ja. Damit die Wanderer einen Ort zum Einkehren haben. Wir haben ja vorhin schon über die Historiker gesprochen. Und wir vom Heimat- und Geschichtsverein Achental dürfen uns vielleicht auch ein bisschen dazu zählen. Denn wir sammeln seit einigen Jahren alles Wissenswerte und geschichtlich Relevantes über unsere Almen im Achental und den Chiemgauer Alpen. Und all diese Informationen, Zahlen, Daten und Fakten stehen euch in vollem Umfang hier zur Verfügung, in unserer Almendatenbank. Um die Datenbank in vollem Umfang zu erleben, gibt es viele Möglichkeiten. Wer zum Beispiel schon eine Alm kennt, kann diese eingeben und bekommt so die Informationen darüber. Oder man scrollt sich durch die über 300 Almen und klickt einfach auf eine Alm. Dann erhält man viel Wissenswertes, wie die genaue Beschreibung der Alm, Bilder, ihre Geschichte und ihre Nutzung. Die Datenbank ist so umfangreich und man kann hier in der Ausstellung viel Zeit damit verbringen. Oder ihr informiert euch in aller Ruhe zu Hause unter www.almen-datenbank.de. Hier am Bildschirm kann man ganz bequem eine Wanderung über den Kamm der Hochplatte bis zur Hochalm mitmachen. Man kann überall Stationen einlegen und dabei einen wunderbaren Blick genießen. 360 Grad, also einmal rundum umschauen. Außerdem gibt es verschiedene kleine Bilder zum Anklicken. Und da werden einem dann zum Beispiel Blumen oder die Tiere erklärt, die es auf der Alm gibt. Und auf der Alm angekommen, gibt es natürlich die verdiente und ersehnte Brotzeit. Hier könnt ihr mit uns eine akustische Zeitreise machen. Dabei werden Almgeräusche der damaligen Zeit denen von heute gegenübergestellt. So zum Beispiel das Geräusch der Sense, verglichen mit den Motorengeräuschen eines Bulldogs von heute. Dadurch wird in unserer Klangwelt der Wandel der Zeit hörbar. Tatort Alm? Ich hab gemeint, auf den Bergen wohnt die Freiheit oder auf der Alm, da gibt's kein Sünd. Aber von wegen, denn schon in ganz früheren Zeiten gab es Vorschriften und Gesetze, wie die Almbauern ihre Almen zu bewirtschaften hatten. Und eines davon war der Almzwang, der vorgab, welches und wie viel Vieh die Dorfgemeinschaft im Sommer auf die Alm zu treiben hat, um die Talweiden zu entlasten. Und jetzt horcht mal her. Früher gab es ein ganz grausiges Gesetz. Denn wenn sie eine Kuh verlaufen hat und ist aufs Nachbargrundstück gekommen, dann galt die Kuh als verhext. Und oft ist der Schlang worden oder sie musste verhungern. Und dass euch das nicht passiert und ihr alle auf dem richtigen Weg bleibt, haben wir die Spur da. Und das ist gar nicht so einfach. Oh, oh, oh. Da, die Kugel muss da auf dem Weg bleiben. Nauf, nauf. Ja, und wieder oben. Oh, oh. Ah. Ah. Jetzt wird's richtig gruselig. In den Naturgewalten wie Blitz und Donner, Sturm, aufziehender Nebel oder auch in Felsstürzen haben die Leute früher übernatürliche Kräfte gesehen. Hexen, Riesen oder sogar den Teufel. Und diese Wahrnehmungen haben sie dann weitererzählt. Und daraus sind Sagen entstanden, die teilweise bis heute überliefert sind. Und wenn ihr jetzt hier den Hörer abnehmt und eine der drei Nummern wählt, dann könnt ihr euch so eine Geschichte erzählen lassen. Die Wetterhexe auf der Vorderalm. Vor 60 bis 80 Jahren trieb einmal die Wetterhexe Unwesen auf der Vorderalm. Eine Sennerin, die den Sommer über da oben mit dem Vieh des Hafenbergbauern von Egerndach war. Ja, leck mich doch am Arsch!
das rutscht einem raus, wenn man bei einer Almwanderung in einen Kuhfladen reintappt. Aber das ist ja nur ein kleines Malheur. Es gibt viel schlimmere Gefahren in den Bergen, wie zum Beispiel ein Wettersturz. Dann drohen Blitz, Sturm, Hagel, Regen und sogar Schnee im Sommer. Dabei können sich Tiere verlaufen und müssen dann auch gerettet werden. So ist jede Sennerin froh, wenn sie im Herbst alle Tiere vollzählig und gesund wieder ins Tal bringen kann. Arbeit auf der Alm endet ja nicht im Herbst mit dem Almabtrieb, sondern sie setzt sich auch im Winter fort mit dem Abtransport von gefällten Baumstämmen und Heu, die mit Schlitten ins Tal gebracht worden sind. Leider gab es dabei auch oft Verunglückte, an die auch heute noch Martal am Wegrand erinnern. Heutzutage ist so eine Schlittenfahrt freilich eine Mordsgaudi. Die könnt ihr bei uns in der Almausstellung auch erleben. Und das ist ein Spaß für Junge und Junggebliebene. Oh, jetzt hat's mich erwischt. Ja, was ist jetzt eigentlich die Faszination unserer Berge für die Urlauber und Wanderer? Die sportliche Betätigung? Der Blick über die Berge oder eine zünftige Brotzeit auf der Alm. Aber am meisten beeindruckend ist doch die einmalige Tier- und Pflanzenwelt dort oben. Und gerade im Frühjahr ist es ein Genuss, diese Artenvielfalt zu erleben. Diese Schmetterlinge, der Hochalpen-Apollo, der Perlmuttfalter und auch der violette Feuerfalter sind Beispiele für die Insekten, die dort oben leben und die teilweise nur dort vorkommen. Auch sie werden im Frühsommer angezogen von der bunten Farbvielfalt der Almwiesen. Dass sich diese unglaubliche Artenvielfalt dort oben entwickeln konnte, ist einer umsichtigen Almwirtschaft und Pflege der Almbauern zu verdanken. Was aber passiert, wenn eine Alm aufgelassen, das heißt stillgelegt wird? Schnell wachsen Büsche und Sträucher auf den Wiesen und entziehen so den Almblumen den Lebensraum. Der Wald holt sich die Wiesen zurück. Ein Projekt mit Steinschafen wird auf der kleinen Rechenbergalm hier in Unterwössen durchgeführt, um das Übergreifen des Waldes auf die Almwiesen zu verhindern. Dabei knabbern die Schafe mit ihren scharfen Zähnen aufkommendes Gestrüpp direkt über der Wurzel ab. So wie eine Sennerin euch am Anfang begrüßt hat, soll diese Kuh euch jetzt verabschieden. Denn der Mensch und das Tier bilden die äußere Klammer. Nicht nur für unsere Ausstellung, sondern auch für das Almleben in den Alpenregionen mit seinen zahlreichen Almhütten. Wir dürfen uns jetzt verabschieden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Besuch der Ausstellung Alles Alm und sagen Servus! Servus.